Puh, was eine spannende Woche, oder nicht? Da war wirklich ganz ordentlich was dabei. Gestern haben wir schon mehr als ausführlich über die Emirates A380-Geschichte und die A350-Bestellung gesprochen. Heute geht es nochmal um Germania und Thomas Cook. Das waren die anderen beiden wirklich wichtigen Themen diese Woche. Man munkelt, dass die Germania eventuell in einer möglicherweise gesund geschrumpften Variante nochmals auf dem deutschen Markt auftreten könnte. Mindestens genauso spannend ist die Frage nach den Thomas Cook Airlines, wie es mit denen jetzt weitergehen soll. Ob da womöglich ein neuer Partner um die Ecke kommt, der das als Ganzes übernehmen kann, oder muss das jetzt alles aufwendig zerteilt werden? Über diese beiden Themen wurde in den letzten Tagen verständlicherweise eine ganze Menge spekuliert. Aber wieso denn auch nicht? Und ein paar Gerüchte und Tatsachen schauen wir uns jetzt dazu mal an. Und dann bin ich sehr gespannt auf eure Gedanken zu den beiden Themen. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Und zur Germania-Flotte gibt es mittlerweile interessante Neuigkeiten. Und zwar stehen die Flieger noch immer in mehr oder weniger voller Montur, quasi einsatzbereit an den deutschen Flughäfen herum. Und das wird wohl höchstwahrscheinlich in den nächsten Tagen auch erst einmal genauso bleiben. Lediglich 8 Maschinen werden nach aktuellen Informationen von ihrem Besitzer, heißt einem Leasingunternehmen, wieder zurückgeholt. Dann bleiben noch 22 Germania-Flugzeuge übrig. Dann müssten es, wenn ich mich jetzt nicht irre, 17 Flugzeuge unter deutscher Germania-Flagge sein, die dann erst einmal auch in der Fluggesellschaft verbleiben werden, denn 2 Maschinen gehören ja zu Bulgarian Eagle, waren zwar in letzter Zeit für die Germania unterwegs, stecken aber eigentlich in der Tochtergesellschaft drin, und 3 Maschinen sind ja bei der Schweizer Germania-Tochter unterwegs, nämlich bei der Germania Flug, und die ist von der Pleite nicht betroffen. Heißt, von ehemals 25 Flugzeuge bleiben erstmal 17, und die lassen es an den deutschen Flughäfen erst einmal so aussehen, als würde die Germania nur eine Pause einlegen, ein bisschen auf neues Geld warten und dann vielleicht irgendwann mal wieder an den Start gehen. Und genau das ist wohl auch aktuell der Plan. Man hält die gesamte Germania, zumindest in der Form, in der es möglich ist, in einem betriebsbereiten Zustand. Das bedeutet nichts anderes, als dass man bei Leasingunternehmen, beim Luftfahrtbundesamt, allen weiteren zuständigen Ämtern und Institutionen quasi eine Schonfrist aushandelt und ihnen dann erklärt, inwiefern genau diese Strategie dann erfolgsversprechend sein könnte. Sicher ist da zwar aktuell wohl noch nichts, aber es drang die Information durch, dass wohl etwas mehr als 30 Interessenten sich mit dieser Angelegenheit aktuell beschäftigen und etwa ein Drittel von ihnen, etwas mehr als 10 Leute, strategische Investoren und Unternehmen aus der Branche, heißt es, prüfen aktuell die Bücher der insolventen Fluggesellschaft. Der Plan, den man jetzt mit einer quasi betriebsbereiten Germania verfolgt, der geht genau dann auf, wenn jetzt irgendjemand entscheidet, okay, ich habe alle detaillierten Informationen gesehen, ich habe gewisse Dinge verhandelt, ich nehme jetzt so und so viel Geld in die Hand und bringe die Germania in irgendeiner Form, das kann natürlich auch sehr viel kleiner sein als das, was die Germania vorher war, nämlich die viertgrößte Fluggesellschaft Deutschlands, in irgendeiner Form bringe ich diese Fluggesellschaft vielleicht auch unter einem ganz anderen Namen wieder auf den deutschen Markt zurück. Bei der Air Berlin-Insolvenz war das für uns Außenstehende recht einfach zu verfolgen, denn da wurde von Anfang an ganz klar kommuniziert, der einzig rentable Teil der Fluggesellschaft sei die Tochtergesellschaft Niki. Alles andere, die eigentliche Air Berlin, da kann man nichts mehr rausholen, das ist quasi nicht mehr zu gebrauchen und so nicht mehr auf den Markt zu bringen. Bis auf entsprechende Slots und dazugehörige Flugzeuge natürlich, aber aus der Fluggesellschaft, aus dem System Air Berlin, da gibt es nichts Rentables mehr zu übernehmen, darum ging es. Und dieser als rentabel bezeichnete Teil, also die Tochtergesellschaft Niki, ging in abgespeckter Form dann an Niki Lauda, der daraus die Lauda Motion formte, während Lufthansa sich bereits die entsprechenden Flugzeuge dazu gesichert hatte. Und jetzt könnt ihr euch das ganz einfach so vorstellen, bei Germania geht es jetzt genau um das, den rentablen Teil. Nur, dass der jetzt nicht so klar abgegrenzt ist, sondern der möchte erst gefunden werden. Dabei wird ganz klar gesagt, dass nicht jede Verbindung der Germania ein Verlustgeschäft war. Wow, immerhin, das ist ja schon mal eine gute Sache. Jetzt muss ein möglicher Investor, ein potenzieller Investor, aber sich natürlich genau die Frage stellen, welche Strecken sind denn rentabel, wie viele Mitarbeiter kann ich dafür gebrauchen und wie viele Flugzeuge brauche ich, um diese rentablen Strecken jetzt wieder anbieten zu können. Und die allerwichtigste Frage, die man sich dabei stellen muss, unter welchem Airline-Dach, unter welchem Airline-Namen bringe ich die Germania denn jetzt wieder auf den Markt? Denn Fakt ist, eine Germania jetzt in abgespeckter Form irgendwie zusammengeschrumpft als kleine einzelne Fluggesellschaft ohne großen Partner im Rücken auf den Markt zu bringen, das dürfte extrem schwierig werden. Was es wiederum für Einzelinvestoren, die eben ohne großen Partner dastehen und jetzt einfach nur denken, Mensch, ich habe ein bisschen Geld und jetzt kann ich mir endlich meinen Traum verwirklichen und eine Fluggesellschaft auf den Markt schmeißen, am besten dann auch noch in Konkurrenz zur Lufthansa, für die dürfte es da extrem schwierig werden. Und um das jetzt nachvollziehen zu können, schauen wir einfach wieder auf die Air Berlin-Insolvenz, denn da bekommt Niki Lauda jetzt also diesen als einzig rentabel bezeichneten Teil der Fluggesellschaft, die Tochtergesellschaft Niki, und baut daraus zusammen mit Andreas Gruber die Lauda Motion auf. Die stand nur wenige Tage alleine da, ohne großen Partner, weil sonst wäre es höchstwahrscheinlich ziemlich riskant geworden. Aber dann kam Ryanair um die Ecke, zuerst mit 25%, dann mit 75%, und heute befindet sich die Lauda Motion zu 100% im Besitz der Ryanair.
Das war erstens höchstwahrscheinlich ein ziemlich netter Deal für Niki Lauda, zweitens aber auch die absolut notwendige Überlebensversicherung für diese Fluggesellschaft. Interessanterweise gehört Lauda Motion zu den Fluggesellschaften, die nach der Einstellung des Germania Flugbetriebes direkt mal am lautesten nach einer Neuvergabe der Germania Slots am Flughafen Düsseldorf gerufen haben, denn davon möchte man als Lauda Motion profitieren. Man gehört eben nicht zur Lufthansa Group und so nach dem Motto, die haben schon so viele Slots bekommen, jetzt sind wir mal dran, davon möchte man profitieren und in Düsseldorf expandieren. Allein das könnte also schon Grund genug dafür sein, dass sich Ryanair/Lauda Motion zu den etwas mehr als 10 Akteuren gesellt haben könnten, die sich da jetzt gerade einen Einblick in die Germania-Zahlen bzw. in die Germania-Bücher geben lassen. Mit anderen Worten, ist es durchaus möglich, dass das, was von der Germania übrig bleibt, in einem neuen, großen Partner aufgehen wird. Dann runtergeschrumpft auf den gesunden Teil, auf den rentablen Teil, den Teil, mit dem man Geld verdienen kann. Und dann ist es eigentlich nur noch wichtig, dass dieser neue große Partner auch den Kartellbehörden gefällt. Und genau das, den Kartellbehörden gefallen, könnte mit Lauda Motion bzw. Ryanair durchaus funktionieren. Mit der Lufthansa Group eher weniger. Ihr merkt schon, das ist alles sehr viel Spekulation, was okay ist, aber wir wissen zum aktuellen Zeitpunkt einfach noch nicht, wie es mit der Germania bzw. den Überbleibseln der Germania weitergehen wird. Da redet man gerade noch drüber und das wird auch sicherlich noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, bis man dafür eine Lösung gefunden hat. Zu viel Zeit darf es dann aber auch wieder nicht in Anspruch nehmen, denn irgendwann kommt dann mal ein Luftfahrtbundesamt oder irgendein Leasingunternehmen um die Ecke und macht diesem ganzen schönen Plan dann irgendwann einfach mal einen Strich durch die Rechnung. Denn wenn irgendwann alle Flugzeuge weg sind, die Frage hat sich übrigens mittlerweile auch geklärt, kein einziges Flugzeug gehört mehr der Fluggesellschaft Germania, die sind mittlerweile alle bei Leasingunternehmen zu Hause, wenn die Maschinen irgendwann alle weg sind, wenn die Mitarbeiter alle weg sind, weil die haben ja auch was Besseres zu tun, als einfach darauf zu warten, dass ihnen irgendjemand irgendwann die perfekte Lösung präsentiert. Wenn dann alle Germania-Slots an den Flughäfen neu vergeben werden, dann sieht die Chance auf eine Übernahme, auf eine halbwegs geordnete Übernahme natürlich sehr, sehr viel schlechter aus, als das jetzt noch der Fall ist. Wir dürfen da also sehr gespannt sein. Da wird in naher Zukunft auf jeden Fall etwas passieren. Wir wissen nur noch nicht genau, wie es dann aussieht. Aber an der Stelle wäre ich natürlich sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Thema. Was glaubt ihr denn wäre ein interessanter und guter Partner für Germania bzw. das, was von der Fluggesellschaft übrig bleibt? Und wenn wir schon dabei sind, über mögliche neue gute Partner zu reden, was eine Überleitung, kommen wir auch um das zweite Thema der Woche, die Thomas Cook Fluggesellschaften, nicht drumherum. Da gibt es aber nicht so wahnsinnig viel zu sagen, denn da ist die Lage einfach noch undurchsichtiger, noch mehr Spekulation. Sehr gut ist aber, der erste, man könnte quasi Schock sagen, ist mittlerweile einigermaßen verdaut. Alle Fluggesellschaften fliegen noch, alle 5 Fluggesellschaften bringen ihre Kunden weiterhin ans Ziel und keine davon ist pleite oder kurz davor. Das ist schon mal die Hauptsache. Aber wir können davon ausgehen, dass im Hintergrund mächtig verhandelt wird. Über Harry Hohmeister aus dem Lufthansa-Vorstand haben wir da schon gesprochen. Da schien man wirklich interessiert. Aber wie kann sowas dann aussehen? Dass die Lufthansa Group etwas mit allen Thomas Cook Fluggesellschaften anfangen kann, das ist wirklich unwahrscheinlich. Dass sie etwas mit Condor anfangen können, mit der deutschen Ferienfluggesellschaft, das ist wiederum gut möglich. Und hier kann es auch durchaus sein, dass die Kartellbehörden gar nicht wirklich etwas dagegen hätten. Immerhin fischt sich die Lufthansa Group damit keinen Konkurrenten vom Markt. Die Condor-Zielgruppe liegt wahrscheinlich je nach Route, je nach Verbindung irgendwo zwischen der Eurowings und der eigentlichen Lufthansa-Zielgruppe. Das heißt, man könnte die Airline ja durchaus irgendwo clever in der Lufthansa Group platzieren, mit einem klaren Konzept für die Zukunft. Das gilt aber hauptsächlich für die Langstrecke. Mit der Kurz- und Mittelstrecke sieht es da etwas anders aus. Hier überlappen sich die eben angesprochene Condor bzw. Eurowings-Zielgruppe wahrscheinlich doch etwas zu doll und jetzt einfach so das Kurz- und Mittelstreckengeschäft der Condor in das der Eurowings zu integrieren, das dürfte nicht einfach so möglich sein. Denn dann wird die Auswahl auf einigen Urlaubsstrecken doch nochmal sehr viel dünner, als es jetzt schon der Fall ist. An dieser Stelle kommt dann wieder Ryanair ins Spiel, denn der Marketingchef der Fluggesellschaft sagte vor wenigen Tagen ganz klar, man sei an Teilen der Thomas Cook Airlines interessiert. Damit verfolgt Ryanair eine ziemlich interessante Strategie, und zwar expandiert man nicht nur in Form der Ryanair selbst, sondern vor allem durch Zukäufe. Lauda Motion ist der erste Zukauf, den man jetzt aufbauen wird. Ein Teil der Thomas Cook Airlines könnte ein zweiter großer Zukauf sein. Das hat man sich sicherlich irgendwann mal von der Lufthansa Group abgeschaut und damit ist man Teil einer Strategie, um sich langfristig stabil und gut auf dem europäischen Luftfahrtmarkt aufzustellen und an der Konsolidierung tatkräftig mitzuwirken. Ein großer Minuspunkt ist da wahrscheinlich, dass die Condor Kurz- und Mittelstrecke, genauso wie die Kurz- und Mittelstrecke der anderen Thomas Cook Fluggesellschaften, nicht wirklich in ein Ryanair-Konzept passt. Aber das sind wiederum
Details, über die man sich jetzt unterhalten wird. Da können wir als Kunden wahrscheinlich nur hoffen, dass man in Anführungszeichen vorsichtig mit den jeweiligen Fluggesellschaften umgeht, aber bei einer Condor bin ich mir beispielsweise recht sicher, dass man den Namen nicht einfach so vom deutschen Markt streichen wird. Den Fehler hat man im Jahr 2003 schon einmal gemacht und wird es höchstwahrscheinlich nicht nochmal tun. Im Gespräch war dann vor allem noch der größte europäische Touristikkonzern TUI und die International Airlines Group. TUI meldete sich bereits zu Wort, sagte, man steht aktuell nicht in irgendwelchen Verhandlungen mit Thomas Cook, aber man beobachtet. Die sind allerdings froh, dass ihr eigener Laden gerade einigermaßen gut läuft. Plötzliches Expandieren durch irgendwelche Übernahmen, durch irgendwelche Zukäufe steht da sicherlich aktuell nicht auf dem Plan. Und dann gibt es noch die International Airlines Group, dass die wirklich etwas mit einer deutschen Ferienfluggesellschaft bzw. mit Ferienfluggesellschaften in einigen Ländern anfangen können, ist tatsächlich wirklich unwahrscheinlich. Außerdem steht da noch regulatorisch so ein bisschen der Brexit im Weg. Der muss kein riesiges Problem sein, kann aber durchaus ein riesiges Problem werden, was die Zukunft der Thomas Cook Airlines in der International Airlines Group wirklich schwer berechenbar macht. Und das ist wohl nicht die beste Grundvoraussetzung, um da mal massig Geld zu investieren. So viel also erst einmal zur aktuellen Lage, das, was sich jetzt so ein bisschen entwickelt hat, in die Richtung, die es vielleicht gehen könnte. Jetzt bin ich sehr gespannt auf eure Gedanken zu dem Thema. Was glaubt ihr, wäre ein guter Partner für die Germania? Wer könnte die Germania wieder in einer vernünftigen, aber auch risikoarmen Form auf den Markt bringen? Und wer könnte ein guter Partner für die Thomas Cook Airlines, einzeln oder alles im Ganzen sein? Bin sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Thema und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, lasst es euch gut gehen und tschüss.